Grüß euch, da ist der Taler Robert von der Firma Schwarzmeier und möchte euch heute kurz was über den Flug vorstellen. Und da ist ganz wichtig einmal die Ersteinstellung. Da ist einmal als erstes zum Beispiel, da man aufs Feld fährt und dann in die erste Furche reinfährt. Wenn man mit dem Traktor drinnen steht, ist natürlich der Anbaubock schief, weil der Traktor auch schief ist. Und das Ganze darf aber beim Flug nicht sein, sondern der muss gerade drinnen stehen. Jetzt ist das einmal die Ersteinstellung, da man mit dem Huberg in die Tiefen reinfährt, wie man es braucht, 20 bis 25 cm. Je nachdem, was der Boden halt drinnen ist, mal mehr, mal weniger. Da steht man mal die erste Tiefe mal mit dem Huberg. Dann ist wichtig, damit die Spindel oben nicht frei ist, sondern einen leichten Zug drauf hat. Sie soll auch nicht voll ziehen, weil man soll von der ersten Schar bis zur letzten Schar die gleiche Tiefe haben. Und die steht man natürlich mit der Spindel oben ein. Dann als nächstes ist wichtig, damit der Zugpunkt auf dem Traktor richtig passt, sollte man mal die Arbeitsbreiten einstellen. Man sollte übrigens gleich viel nehmen, nicht einmal mehr, einmal weniger von der Breiten her. Und das Ganze ist hydraulisch zum Verstehen. Nun, ganz wichtig für die Tiefeneinstellung, dass das passt, ist das Pendelrad. Das ist mechanisch zum Einstellen. Und das Ganze sollte natürlich optimal auf den Traktor hinpassen, damit der Traktor nicht von der Furche ausgezogen wird und natürlich auch nicht auf das fertig gepflügte auf. Eher wichtig ist, dass er gerade gezogen wird und eher in Richtung fertig gepflügtes hin. Ja. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, meldet euch bei uns. Wir geben euch gerne Auskunft oder geben euch gerne mal ein Angebot, falls ihr was braucht. Und ja, wünsche euch gutes Gelingen und meldet euch. Danke, für euch.